Man muss nochmal neue Abwachsgebiete etablieren. Weil in Deutschland waren wir ja sogar nie tätig gewesen. Aber zu allem Überfluss war man nicht nur an die BRD zurückgekommen, sondern auch an die ganzen großen deutschen Brauereien, die es da schon gab. Die Kampflösung, erlaubt mir jetzt mit dem Begriff in Gänsefüßchen, wie sah dann die aus? Wir kennen sie alle. Wenn man das halt auspacken wird, wird man als Ziffer gelten. Nein. Die Elitterbomben. Ja, die hat die nur. Günstig produzieren. Ja. Prügelflaschen. Das war eine der Lösungen, wie man auf diese neue Situation von saarländischer Seite aus zu reagieren gedacht. Die habe ich jetzt leider heute mit dabei, dahin steht jetzt nur eine Wormser Brauerei Flasch und eine von der Aktienbrauerei Merzig. Okay. Weil wie gesagt, wir wollen halt schon genug zu transportieren, so klar, mein Schell, ich keine wer will, kann aber gerne mal zum Vortrag von Podcasten kommen. Da haben wir eine Dauerausstellung und bald auch wiederholen. So, jetzt muss man eine Sache wirklich sagen. Die Else Schmidt-Lett hat uns erneut besorgt. 25 Jahre, weder vom Namen noch von der Existenz her bedroht zu sein. Ich muss davon. Der Peter Becker hat sehr viel Gutes gemacht. Der hat viele innovative Sachen drin gemacht. Beim Nico Becker möchte ich Alex in die Ferne setzen. Der hat zum Beispiel die Flaschenanlage später noch mal installiert. Der hat wie heißt das noch schnell, der Dampfzylinder für die Energiegewinnung noch dazu gemacht. Der hat also auch sich schon um seine Donnerbräu gekümmert. Wenn man sich danach noch die Gehaltszahlungen anguckt, die Donnerbräu hat gut bezahlt. Die Donnerbräu war aber auch sehr beliebt. Ich habe mal von vielen Leuten sagen gelassen, aufgrund ihres Verkostungs- und Probierraumes, egal mit wem ich bis halb geschwätzt habe, selbst der linken Rose, das erste Mal kommt, haben wir uns der Lasso angezündet, da war ein Schädelböll 5er. Herrlich. Das heißt, die haben wirklich noch viele Leiden. Die haben aber auch dafür gesorgt, dass wir wirklich nicht gut. Das muss man einfach dazu sagen. Ein paar Sachen, die ich persönlich nicht so gut fand, war zum Beispiel das Ganze mit, das habe ich die ganze Zeit Dosenpfand gemacht. Sei mal eine Beste. Im Moment habe ich mich selber gerade ausgenommen. Bei Dosenpfand hat nämlich Gott sei Dank die Donnerbräu nie erlebt. Dosen sind nie hergestellt. Ja, aber nicht so in der Menge, wo man jetzt halt sagen könnte, dass mit dem Dosenpfand wir die mit einem harten Hieb. Ja, sie wollen leider Gottes schon bleiben. Das wollte ich noch ein bisschen ausführen. Und zwar 6,20. Sagen wir mal, du hast aber dann wirklich Gott verdient. Da muss ich sagen, Hut ab. So als Gesell. Aber als Elektriker haben sie doch gearbeitet. Das ist ja richtig. Haben ihr zwei zusammen geschafft? Zu sein. Manni, du hast von 64 geschafft, gell? 65, nicht gelehrt. Und Sie haben gearbeitet von 72? 72? Naja, das ist natürlich leider so ein... Obwohl, ich habe von Manni letztens so ein Bild gesehen. Muskelpaket. Der hat nämlich noch den Melzer nebenbei gemacht. Das heißt, der weiß noch, was das heißt, die ganzen Teile sich auf die Schulter zu laden und dann gibt. Ja, die Holzfässer war schwer, die Holz. Die sind vielleicht auch nicht ganz so gut, aber ihr merkt schon, gleich kriegen wir an den Anekdoten, das heißt, der Manni hat viel Bericht, das wollen wir uns nicht entgehen lassen. So, die wirtschaftliche Situation, die muss man sich mal vor Augen führen. Ich habe mir jetzt mal erlaubt, ein paar Zahlen vorzubereiten. Und ich lese aber jetzt nur mal gerade ein Jahr vor, damit man ungefähr eine Vorstellung hat. Hören wir mal ein Jahr, wo es richtig interessant war. 1971, 72 im Geschäftsjahr hat die Donnerbräu einen Absatz gehabt von 69.120 Hektoliter. In derselben Zeit wurde die Bäcker in St. Ingbert 400.887 Hektoliter, der Karlsberg 837.008 Hektoliter,
Das Schloss Neunkirchen, 383.304 Mönchhektoliter. Ich lasse mal die Liste durch. Also wenn Sie irgendwann, oder in Ihrem und irgendwann auf der Webseite seid, irgendwo eine Veröffentlichung von uns lest und ich sehe, oder irgendein anderer von uns sagt, die Donnerbräu war eine kleine Brauerei. Ja, sie war klein. Die Zahlen belegen das. Die Personalstärke belegt es. Aber was heißt denn das auf der anderen Seite? Die kleinen Brauereien, die haben die Brauereikultur schon immer belegt. Das ist auch heute noch so. Das stärkste Bier wird heute noch in Deutschland gebraut. Der Witz an der Sache ist, es heißt Donnerbock oder Donnerdoppelbock. Hat nur leider gar nichts mehr mit Salöse zu tun. Wenn man ein Bier lagert, schmeckt es besser. Wenn man mal eine kleine Brauerei ist, wo auch mehr auf den lokalen Absatz guckt und nicht auf diese ewige, große, wir müssen auf Masse produzieren, sondern wir produzieren auf dann kann man nicht nur in der kalten Jahreszeit ein Bockbier machen, was Leckeres, sondern man kann sogar einen Doppelbockmond machen. Was Bockbier ist, weiß doch auch nicht jeder. Falls nicht, jetzt mal kurz gehalten für die